Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Silent Hill 2, dem Remake für die PS5. Kurze Ansage: Ich werde doch erst einmal das Let's Play als VOD auf YouTube hochladen und werde dann mich erstmal auf reingeschaut in Videospiele beschränken, auf Streams. Aber wenn es ums Let's Play geht, werde ich erst einmal als VOD hochladen, weil ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden im Moment mit meinem Aufnahmegerät. Ich werde mal gucken, dass ich mir irgendwann mal ein neues hole. Aber naja, gut, kommen wir zurück zu Silent Hill 2. Wir sind jetzt stehen geblieben, als ich nicht mehr wusste, wo es lang geht. Und mir ist aufgefallen, wir brauchen gar keine 5 Medaillons. Wir brauchen nur 3. Wer lesen kann, ist natürlich klar im Vorteil. Das heißt, wir müssen zurück zum Raum, die Medaillons einsetzen und das Rätsel lösen. Und was dann passiert, das werden wir dann hoffentlich in der Folge erfahren. Also, let's go. Weiter geht's mit Silent Hill. So, das war in der Parterre, war das, gell? Und ich versuche natürlich jetzt auch in nächster Zeit die Videos regelmäßig zu bringen. Also, dass ich pro Tag eine Folge, mal schauen. Ab dem heutigen Zeitpunkt. Ich versuch's, aber ich kann es nicht versprechen. So, wir wollen jetzt zurück zum sag schnell, zum Eingang. Genau, geradeaus. So. Und ich werde die Folgen, denke ich mal, auf 45 Minuten beschränken. Denke, das ist eine gute Zeit. Mir ist nämlich aufgefallen, wir können ja nur. Ne, man hat aber 5 Plätze. Aber man braucht nur 3, weil laut Rätsel lesen 3 glänzende Münzen. 5 Löcher darin. Also ist jetzt das Rätsel. So, ich habe die ja schon eingesetzt, genau. Was ist denn hier alles drauf? Halt. Wie wende ich ein Viereck? So, jetzt lesen wir nochmal das Rätsel durch. 3 glänzende Münzen, 5 Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie. Singt vor sich hin. Unter dem Baum. Das ist dann wohl. Ja, muss dann sie sein. Und was, wie geht's weiter? Der Wind, er weht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümlein voller Entzücken. Blümlein in den Rücken? Nee, Wind. Oh. Oh, das geht dann weiter. Der Mann, er kommt näher, er zückt seine Klinge, sie scheint so hell wie Silberlinge. Die Magd, sie flieht weit weg von dem Mann hin zur Blume, vom Baum wächst sie ran. Tauschen oder was? Nee. Warte mal. Der Mann, er kommt näher. Warte mal, da gehen wir mal auf Ursprung zurück. Näher. Scheint so hell wie Silberlinge. Wer hat. War hier nicht irgendwo ein Schwert? Ah, nee, es war er, gell? So. Ah, okay. Wo die Blume einst wuchs, ein giftiger Schein. Wo die Magd einst lag, ist nur noch ein Stein. Und über den Grab des Mannes Gesicht, seine Klinge, sie traf die Schlange nicht. Also Schlange, Grab und Mann. Ah. Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu, er betet die Magd zur ewigen Ruhe. Auf dich fällt die Entscheidung schwer, wer trägt die Schuld in dieser Mär? Oh, es gibt einen Schlüssel. Schlüssel zu 201. 201. Das ist natürlich eine Etage höher.
Das war. Wo war denn das? Hä? Ach, da unten der Raum. Ja, da wollten wir letztens auch schon versuchen reinzukommen. Okay, mal da jetzt mal hin. Speicher brauchen wir jetzt nicht. Ich habe mir übrigens auch mal die Trophäen angeguckt. Also schon krasse Trophäen dabei. Eine interessante Trophäe ist ja das Spiel ohne dieses Radio durchspielen. Das stelle ich mir schon ein bisschen Arsch vor. Oh, ich glaube, ich hätte auch kürzer laufen können, oder? Egal. Ist jetzt einfach nur geradeaus und hinten dann rechts. Jetzt immer nur geradeaus, ja. Wie viele Kugeln habe ich eigentlich? Okay. Sieht man das über. Das seht ihr gar nicht. Ha! Das, die Patronen seht ihr gar nicht. Jöll. Ich geh mal Jöll. Ja. Das heißt, das habt ihr ja vorher auch nicht gesehen. Naja, egal. Ich habe übrigens auch hier das Symbol geändert. Das kann man bei Optionen einstellen. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Da ist Medizin. Ist noch ein Brief. Pyramid Head. Komische Verringerung. Das wird nicht funktionieren. Ich frage mich, ob Pyramid Head hier so ist wie bei Resident Evil Mr. X oder Nemesis. Ob der einen jetzt verfolgt? Ja, da kam der Kupferbolzen an der Hose. Gut, er hat meine Munition wenigstens nicht verschwendet.
So, was haben wir denn hier? Ein Stofftaschentuch. Ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen schlau gemacht über das Spiel, dass es auf jeden Fall sehr viele Rätsel hat. Da können wir uns echt noch freuen. Und es wird noch viel, viel schlimmer. Aber übrigens noch ein kleiner Anschautipp. Schaut euch die Filme an, Silent Hill 1 und 2. Ich habe mir erst am Sonntag Teil 1 nochmal angeguckt. Ja, es sind jetzt keine überragenden Filme, aber man kann sie schauen. Den zweiten will ich mir auch noch angucken. Noch einmal. Für den ein anderes Haus. Ach ja, und ich habe am Anfang in der Stadt einen Raum vergessen oder verpasst, sage ich mal, wo man einen Türcode eingeben hätte müssen. Gab es halt Medizin und Munition. Aber betritt zum ersten Mal die Alternativwelt. What? Wie Alternativwelt? Ja, in dem Film ist es ja so, dass in Silent Hill es wohl eine Art Pforte in die Hölle gibt, nenne ich es mal. So ganz schlau werde ich daraus auch nicht. Und scheinbar sind wir jetzt in dieser Hölle, Pforte, was auch immer. Ja, Tatsache, das ist derselbe Raum wie eben. Nur spiegelverkehrt und sieht düsterer aus. Wir haben auch keine Karte. Was ist das? Pistolenmunition. Es gibt auch, soweit ich weiß, eine Schrotflinte, aber die kriegen wir erst später. Die hätte ich auf jeden Fall auch gerne. Ja, das sieht schon wirklich so ähnlich aus. Der Übergang in dem Film ist echt cool gemacht. Ich höre hier was. Aber wir haben halt schon mal eine Karte. Aber das sieht ganz anders aus, als wie in dem Gebäude, wo wir waren. Also von der Karte her. Und wen hören wir hier? Ach, er wieder. Dann komm mal näher. Oh. Die haben neue Tricks drauf. Aber ich bin gar nicht verletzt, okay. Scheint nicht so stark zu sein. Was steht da? Utility Room. Okay. Sieht aber auch krass aus hier. Da bricht doch was durch, oder? Ah. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass er das alles ziemlich easy wegsteckt hier so, was er so alles erlebt? Finde ich ein bisschen, naja. Er hat nicht wirklich Angst, außer gerade bei Pyramid Head. Aber so wirklich in die Hose macht er sich nicht bis jetzt. Wir können mal ein bisschen rumballern. Na, scheinbar machen die das immer, wenn sie auf den Boden fallen. Interessant. Hallo. Jetzt. Das kann man auch einstellen, dass über Objekte, die man benutzen kann, das auch angezeigt wird. Ist der übersichtshalber ein bisschen einfacher. Aber in dem letzten Gebäude haben wir zum Beispiel eine Trophäe verpasst.
Da habt ihr doch sicherlich die Ballons gesehen hier. Ich glaube, herzlich willkommen oder so stand da drauf. Der hätte man kaputt schießen müssen. Hätte man eine Trophäe bekommen. Tot. Und ja, das ist auch ein kleiner Tipp von mir. Auf die Beine schießen. Ist auch sehr hilfreich in dem Spiel. Und für jemanden, der sich mit Silent Hill überhaupt nicht auskennt, muss ich sagen, ist das Spiel gut. Ist ein gutes Remake. Ich bin ja eh der Meinung, dass man jedes Remake muss sich mit Resident Evil 2 vergleichen. Und Demon's Souls, weil das sind die zwei Inbegriffe eines Remakes, meiner Meinung nach. Besten Games überhaupt, die je geremaked wurden. Und da können solche Sachen jetzt wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder Until Dawn, wobei Until Dawn grafisch auch ziemlich geil aussieht, nicht ganz mithalten. Aber naja. Was ist mit euch los? Haben wir da gerade einen Raum vergessen? Warte mal. Die 205. 203. Weil da ist nämlich keine gestrichelte Linie. Da waren wir noch gar nicht. Konnten wir noch gar nicht hin. Okay. Aber man muss sagen, man verwirrt sich hier sehr, sehr schnell. Da gibt's Treppenhaus. Geht's da rein? Nope. Ah, Speicherpunkt. Ja, ihr habt vielleicht mitgekriegt, ich habe das Spiel auf leicht gestellt. Da das mein allererstes Mal Silent Hill ist, habe ich die Kämpfe mal auf leicht gestellt. Ich denke mal, ich werde das Spiel sowieso mindestens zwei, dreimal durchspielen. Und dann stelle ich auch höher, aber fürs ersten Durchlauf, sorry Leute, aber muss leicht sein. Henry hat Angst vor Scott. Er flieht und sucht das Weite. Er flieht ganz flink nach Westen auf die andere Seite. Doch Mildred kommt zu ihm. Leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da, sah ihren Abstieg nicht. Okay. Könnte das ein Hinweis für ein weiteres Rätsel sein? Ich denke ja. Scott. Scott. Ja, doch, Scott. Sollen das die Zeiger sein oder was? Das bestimmte Uhr. Warte mal kurz angucken. Das wäre 12, 1, 2, 3, glaube ich. Achso, ich habe noch keinen Zeiger. Ah, okay. So, können speichern. Dann machen wir das doch mal. Die Underwelt. Oh Gott, geht's jetzt lang? Schön, dass die Karte schon zeigt, dass man da nicht lang gehen kann, obwohl ich es selber noch gar nicht gesehen habe. Ist aber auch dunkel, das Spiel, ich hasse es, wenn man Schubladen aufmacht und es ist einfach nichts drin. Ihr versteckt euch doch überall in den Ecken. Ja, Heilung haben wir erstmal genug. Da können wir durch.
Gehen wir hier jetzt erstmal weiter oder gehen wir den anderen Weg durchsuchen? Ach, hier geht's zurück. Ach nee, geht's in den Raum? Hey! Ich wollte gerade sagen, das Radio läuft, aber ich sehe nichts. Dich habe ich gehört. Ist aber dunkel. Hey, überall Geräusche. Rad hinrennen und drauf einschlagen. Man merkt, es gibt auf einmal viel mehr Munition. Also es wird langsam ein bisschen actionlastiger. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Die Kamera war gerade echt komisch. Überall Käfige. Aber er wundert sich auch nicht, wo er hier eigentlich gerade ist, oder? Im Original ist es ja auch so gewesen sein, dass das Spiel mehr von Atmosphäre lebt als von Gesprächen. Den habe ich nicht umgelegt. Du bist tot. Wer hat die umgebracht? Da liegt noch eine Leiche. Scheinbar sind wir nicht die einzigen hier. Geh lieber auf Nummer sicher. Wir gucken erst nochmal in den Raum weiter. Nicht, dass die aufstehen. Mal erwähnen, dass es spät dunkel ist. Ich muss mal die Gamma ein bisschen hochdrehen. Das ist echt dunkel. Anzeige. Da seht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr. Ah, ist ein bisschen besser. Können wir mittlerweile gut rumballern. Als ob von euch. Warum
Sind die alle tot? Schon erstmal hier lang. Aber wenn ich wieder mal keinen Plan habe, wo ich hin muss. Der steht auf. Die scheinen auf jeden Fall weniger HP zu haben als die ersten in der Stadt. Ah, kein Schlüssel. Ups. Okay. Haben wir schon mal zwei Türen gefunden, wo man Schlüssel braucht. Gehen wir jetzt mal hier lang. Okay. Da ist hier hinten. Okay, jetzt haben wir ja von außen gesehen, aber dass da Munition lag, habe ich nicht gesehen. Alter Schwede. In dem Raum scheint noch was zu sein. Ja, bleibt ja nur noch der Weg. Hey, dich kann man verschieben, oder? So, jetzt sind wir wieder hier, okay. Ohne Radio stelle ich mir das schon schlimmer vor. Jetzt hängt da oben ein Radio. Er hat eine Notiz gemacht. Grammophon. Okay. Oh, eine Küche. Küche hat immer Loot. Oder leere Schubläden, aber in dem Fall nicht. Okay, das sagt mir jetzt was? Nichts. Oh. Richtig hinsetzen. Was ist hier los? Also atmosphärisch ist das Spiel schon wirklich bombastisch. Bleibt jetzt noch der Weg. Geht zum Treppenhaus wieder. Gehen wir wieder zurück. Warte. Dein Ernst? Da ist das Rad. Und ein Schlüssel. 306. Das ist da oben die Tür, ja. Das ist mit Ketten. Okay. Interessant. Haben es gedrückt halten. Hier, Säcke.
Der war gemein. Der war echt gemein. Wo kam die auf einmal her? Frech. Gehen wir hier durch und zur Tür. Du? Das gesehen, wie er sich da versteckt hat. Lass mal daneben schießen. Dein Ernst? Aber im Vergleich zu Resident Evil kommt hier auf jeden Fall viel mehr Horrorstimmung auf. Resident Evil ist ein bisschen actionreicher. Aber das hier ist schon von der Atmosphäre her. Eieiei. Ja, hier wird auch X angezeigt. Natürlich wird das Licht ausgehen. Ja, renn nur weg. Bleib tot. Bleibt er natürlich nicht. Naja, verarschen kann ich mich selber. Irgendwas. Stellt sich echt die Frage, warum hier in der Welt überhaupt so viel Munition rumliegt. So. Kommt gleich da einer raus und da einer, wa? Ah ne, hier war ich ja gerade, okay. Da ist auf jeden Fall jemand dahinter. Bleibt liegen. Hey, hier war ich schon mal. Jetzt leben die alle wieder. Hab ich jetzt eigentlich so ein Rad?
war das Rad? Moment mal. Das kann ich aber auch nicht mitnehmen, ne? Ist schon ein bisschen verwirrend hier alles. Da was kam, da unten war das Rad. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Ich bin jetzt einmal eine Runde gelaufen. Hier war das Rad. Ha. Liegt noch Munition. Hatte ich wohl übersehen. Ausrufezeichen war was? Schauen wir doch nochmal nach. Ne, hier ging es nicht lang. Können wir hier lang gehen. Dürfte hoffentlich alles tot sein. Oh, das ist hier gesperrt. Frech. Doch außen rum. Ach, hier war noch ein Rad. Nee, doch, noch ein Rad. Ach, das darf ich jetzt nehmen. Okay. Ist mir gerade aufgefallen, dass ich das nehmen könnte. Das heißt, jetzt wieder links und oben lang. Hier? Ja. Mal sehen, was hier passiert. Oh, das ist runtergefallen. Der Zeiger. Stundenzeiger. Aber da fehlt doch noch ein Zeiger, oder? Und wir können jetzt hier raus. Shortcut. Okay. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Er hat gerade eine Markierung gemacht. H an der Tür. Natürlich zu. Können wir jetzt ja nur. Die Uhr, der Minutenzeiger fehlt noch, oder? Da fehlen ja eh noch zwei Zeiger. Also der zweite.
Irgendwas hat's bewirkt. Kurz lesen nochmal. Ich glaube, das ist gelöst. Gut, ich würde sagen, wir speichern. Und das soll es dann gewesen sein mit der vierten Folge? Müsste das, glaube ich, sein? Ja. Und wie gesagt, ich versuche, dass jetzt täglich eine Folge kommt. Denke ich mal. Ich versuche es zu schaffen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Hier mit mir, euren Doomsday und dem Silent Hill Remake für die PlayStation 5. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut.